Die Pistol-LP gesehen. Ja, ich auch. Was ist das für ein Stein? Das macht mir schon wieder Werbung. Oh. Ist doch echt nicht so schlimm. Aber der DP2LP hat sowieso schon viel genug Abonnenten. Da müssen wir welche klauen. Nein, schwan. So mit irgendeinem Hack. Aber der verdient schon ganz schön viel Kohle. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Gronkh wenig Kohle verdient. Ich wette, der verdient. Warte, hier ist mein Life Crystal. Guck mal her, ich habe jetzt 120 Leben. Da kann man auf irgendeiner Seite nachschauen, wie viel Geld die YouTuber verdienen. Und. Vorsicht, da ist ein Piranha. Geh lieber wieder hoch. Ich wette, Gronkh verdient im Monat mehr wie jemand, der studiert hat. Oder ungefähr genauso viel. Ja, aber das Arbeitsverhältnis ist jetzt auch ein bisschen anders. Ich glaube, der Gronkh steht auf und tut dann trinkt gleich Kaffee und tut dann gleich ein LP machen. Und der von Studium, der hat wahrscheinlich nur so 8 Stunden zu arbeiten und hat noch vielleicht ein paar Überstunden, aber mehr nicht. Ja, und der von, der halt studiert hat, der muss sich halt keine Sorgen machen um sein späteres Leben. Ja, aber Gronkh kann jetzt jederzeit, was sich komisch anhört, out sein. Und ja, es kann vom einen auf den anderen Tag gehen. Auf einmal tsch, kann nur das kann jetzt zum Beispiel durch einen Skandal sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass der Gronkh so der Typ ist. Gronkh, der skandalöse Typ. Und aber ich baue dich arbeitet ja auch baue dich einfach mit Dirt hoch, okay. Gronkh arbeitet ja auch noch bei Play Massive. Ja, also bei so einer. Was ist das eigentlich nochmal? Ich weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr ganz. Game-Firma. Ja, genau, arbeitet er auch noch. Ist schon ein bisschen abgesichert. Ja, also ich denke mal, Gronkh ist nicht gerade der Ärmste. Aber er hat auch kein gutes Leben, in der Früh gleich einen Kaffee und dann, so möchte ich auch nicht leben, dann jeden Tag LPs machen und jeden Tag sich vorbereiten und. Ja, aber wenn es ihm Spaß macht, dann soll es. Ja, wenn es nicht Spaß macht, dann hat man ja nichts dagegen. Und ich denke mal, es macht ihm Spaß, weil so wie er das überbringt immer. Ja. Ich kann man schon sagen. Ich denke sicher, dass es manchmal ist, dass er überhaupt keinen Bock hat. Aber. Aber es müssen halt neue Parts draus und das ist einfach so. Aber habe ich das so wahrgenommen, dass Gronkh eigentlich noch gar keine Pausen gemacht hat? Du weißt schon, so Ferienpause irgendwie so. Doch einmal. Bei den Ferien, da ist er nach Taiwan gereist. Glaube ich. Ja. Hey, das ist Tropaz. Was ist Tropaz? Weißt du es? Das ist Kupferweb. Das ist irgend zumindest was Goldenes. Vorsicht, eine Falle. Hast du gesehen, die Falle? Oh, nein, nicht. Okay. Na, danke. Kannst du mir vielleicht unten ein bisschen Licht machen? Habe aber leider keinen Glowsticks. Warte, machst du Licht und ich schwimme einfach, okay? Ich bin gleich tot. Hilfe, oh, hilf mir doch. Ja, da oben. Scheiße. Ach, egal. Warte, nächstes Mal gibst du mir einfach die Glowsticks. Ach, den hätte ich jetzt nicht dahin werfen sollen. Kann man die eigentlich wieder aufheben danach? Ich glaube erst nach späterer Zeit. Warte, irgendwo soll ich habe eine Bombe gefunden. Soll ich die irgendwo hinwerfen? Wo wir ein Loch. Oh ja, 2 Monster Slimes. Oh ja, es gibt ganz schön viel Money. Wusstest du, dass Terraria nicht für Kinder unter 5 Jahre geeignet ist? Oh, ich bin auch gestorben. Und 2 Monster Slimes, das soll irgendwie scheiße. Blablabla, ich will dich jetzt nicht. Es war schön und gut, dass du mir helfen willst, aber geh bitte. Wer? Kiste. Der. Wie MP, heißt der? Der Guide. Luke Skywalker. Aber ich wollte schon fast sagen, Luca. Jetzt machen wir schon wieder Werbung, echt. Ja, und Luca. Es gibt ja keinen Kanal. Oder es werden wahrscheinlich schon. Geben, der Luca heißt, aber die meinen wir nicht damit. Genau.
Hey, warte, ich kann mir, glaube ich, jetzt schon Bett machen. Warte mal, ich mache mal schnell ein paar Iron Bar. Was können Dann. wir noch reden? Hast du irgendwas im Kopf, über was du was willst? Weltende oder so ein Schrott. Armageddon, Theorie oder sowas. Hey, ich habe ein Bett. Wo soll ich es hinstellen? Im Schlafzimmer. Ja, wir können Warte, jetzt. machen wir da oben so ein Schlafzimmer hin, okay? Ja, so ein Schlafzimmer können wir machen. Warte mal, in die Richtung sollte das Bett schauen. So, auf Spawnpoint setzt. Klickt da auch mal drauf. Wann glaubst du, geht die Welt? Oder ist halt so das Weltende, sozusagen? Weiß ich gar nicht. Ja, 2000. Es soll ja heißen 21. Dezember oder irgendwie alles mit Sonne und so ein Schrott. Hey, ich weiß was, wenn man vielleicht auf dem Bett Rechtsklick macht, setzt Spawnpoint, vielleicht wird er dann automatisch gespeichert, aber es ist sehr unrealistisch. Achso, Aber ich bin hier in der also Mine. ich glaube wirklich nicht, dass 2012 die Welt untergeht, weil ich habe das mal durchgelesen, da gibt es so Sachen. Bei einem steht da, ja, Aliens sollen auf die Erde kommen. Was ich Es ganz kann komisch finde. vielleicht schon sein, aber Es kann vielleicht sein. es gibt ja auch so Theorien, dass wenn sich die Erde um ein Grad, also die Theorie soll anscheinend wahr sein. Ich glaube auch, dass die vielleicht wahr ist, wenn sich die Welt um ein Grad erwärmt, sollen die Pflanzen nur keinen Sauerstoff mehr produzieren, sondern nur noch Kohlendioxid. Und das wäre unser Ende. Warum? Wenn 1 Grad ist ja Ja, ein Grad, stell mal vor, du hast, sagen wir mal so, du hast eine Waage. Oh, mein Inventar ist voll. Sag mal so, du hast eine Waage und auf der einen Seite hast du, sagen wir mal, hast du, was soll ich jetzt daneben, auf der einen Seite hast du 1 Kilo. 1 Kilo Stein zum Beispiel. Das ist total terrarienmäßig. Und auf der anderen Seite hast du 0,9 Kilo. Ja, und dann. Ja, und dann stellst du ein Gewicht drauf mit 100 Gramm. Dann Dann kippt weiter. ein. Nein, du stellst dein Gewicht drauf mit. Nein, sag mal, auf jeder Waage ist 1 Kilo. Du stellst ein Gewicht drauf mit 100 Gramm. Dann kippt die Waage auf die andere Seite drüber. Ja, also. Und so wird es wahrscheinlich auch mit dem Ökosystem sein, dass es dann einfach so, weißt schon. Ja, es wird sich immer verschlechtern mit der Zeit. Und irgendwann wird's dann, die Jetzt. Erde wird dann halt. Zusammenbrechen. Und das haben wir uns alle, oder die meisten Menschen haben sich selber verbockt. Wir haben eigentlich durch unsere Erfindungen die Welt zerstört. Ja, stimmt auch wieder. Es gibt ja Und mein noch Inventar Tore. ist rappelvoll, ich sag's mal. Es gibt ja, ich habe es vorhin ein bisschen ausgeklärt. Es gibt ja Natur und Kultur.